Es ist ein Ding, wo man Wunden verheilen kann, also es draufkleben kann, wenn man eine Wunde hat. Ich bin wo steil runtergelaufen und dann bin ich gestürzt. Ich hatte es an beiden Knien und an beiden Ellbogen. Das ist braun. Oder manchmal auch mit irgendwelchen Sachen drauf, meistens auch Hautfarbe und so. Und innen ist so ein weißes Ding. Man kriegt da eine Spritze und dann kriegt man ein Pflaster drauf. Bei kleinen Wunden bietet es sich sehr gut an, ein Pflaster zu verwenden. Das sieht so aus. Meistens ist es in einer Außenhülle, die öffnet man. Und so sieht das Pflaster selbst aus. Das Pflaster besteht aus einem Wundpolster, das ist dieses kleine weiße Ding hier in der Mitte, und einer Klebefläche. Ich nehme den Wundpolster und klebe ihn direkt auf die Wunde drauf. Und die Klebeflächen kommen einfach dann auf die anderen Seiten. Die klebe ich dann fest. Und fertig ist er.